wir wieder. Wie versprochen. Wie versprochen. Was ich übrigens getan habe, ist, Fei und Girahim hart zu ignorieren, weil unsere Mittelfestung ziemlich viele gebuffte Hyrule-Hauptmänner hatte. Im Schnelldurchlauf alle Festungen gegrillt, die Belagerer noch nebenbei kaputt gehauen und dann im Schnelldurchlauf zu garen. Und ich habe nicht mal genug Feinde besiegt, um diese Skulltula zu holen. Die war mir jetzt auch zu doof. Vor allem, weil ich sowieso, weil ich wieder 10 Minuten dran hing. Das war krass. Also, keine Ahnung, 1400 oder was habe ich? Meine Fresse. Also, Achso, ja genau, Agneta ist mir auch verreckt an Fei, lustigerweise. Die hat es nicht gegen die lahme Fei geschafft, die wir in zweimal haben es geschafft, Fei mit einer Combo durchzuprügeln. Und Agneta hat es irgendwie verplant. Die sind mir auch fast ins Hauptquartier eingefallen, aber Way, juckt keinen, voll egal. Ging ja nur um uns. Da, 1600, boah, ja doch, ich hätte die Skulltula vielleicht sogar provozieren können, aber schaut mal, wir waren wieder fast 12 Minuten dran. Also ich weiß nicht, vielleicht ein paar Sekunden mehr und ich hätte keinen Goldrang mehr bekommen. Also es ist schon echt, oh, wie cool! Eine Sol-Fessel. Die Sols waren Lichtkugeln, lustigerweise sogar. Also die haben in der Schattenwelt Licht verbreitet in Twilight Princess. Und das Master-Schwert hat sogar zwei davon absorbiert in dem Spiel. Passt jetzt wohl nicht ganz so zu Midnas Schattenelement, aber an sich voll cool. Schönes Element aus Twilight Princess, mag ich sehr. 10 Waffen, ja, ja. Die bringen wir, also nein. So, wir haben auch ganz viel... Alter Schwede. Die kann weg und die kann weg. Und nochmal Ganondorfs Handschuh kassiert. Ja, 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 ja. So, wo machen wir denn jetzt weiter? Das kennen wir schon. Was ist denn hier los? Oder wartet mal, wollen wir mal was Entspanntes machen? Hier mit Zelda nochmal. Brauchen wir nur einen Bronzerang. Ich hab Bock. Oh, Moment, hey, da glitzert ja schon. Da habe ich jetzt Lust drauf und die Mission fehlt uns sowieso noch. Was ist das denn? Das ist eine andere Waffe. Entscheidungsschlacht Ocarina of Time beginnt auf Zelda. Okay. Ich meine, wir brauchen nur einen Bronzerang. Nehmen wir auch den mit und gucken, ob wir durch die Kills vielleicht eine coole Fähigkeit bekommen. Passt schon. Erkundungsbildschirm, bla, hast du nicht gesehen. Denn wir müssen uns ja auch immer so ein bisschen um die Basics kümmern und müssen gucken, dass wir nicht zu krass losstürmen. Ansonsten kriegen wir ja wieder so eine richtig behindert, riesig, mega kranke Powerschlacht irgendwie in die Fresse gedrückt. Und zum Angriff für Hyrule, bla. Ich habe jetzt auch gar nicht auf irgendwas drauf geguckt. Also unser Hauptquartier darf wahrscheinlich nicht fallen und... Hey! Was? Hühner? Die Hühner wurden ein Teil der Truppen von Impa! Achso, das sind Impa sind wir. Oh, hallo Ruto! Bang! Komm, Lichtpfeil auch noch. Die, was? Krabbelmine. Krabbelminen sind nicht cool. Dieser verschachtelte Scheißwassertempel. Was? Angekommen. Ich will da rein. Wie komme ich da rein? Scheiße, Mann. Ich wollte was Entspanntes, yo!
bisschen was gekostet. Ey, was ist da los? Schnauze halten. Ach komm Leute, Lichtbogen, kein Problem. Ein bisschen Magie, finde ich immer klasse. So, die Krabbelmine ist explodiert und wurde erobert. Egal, das machen wir. Unsere Truppenstärke sieht gar nicht so geil aus. Ha, wer soll mich schon auf... Was? So, Leute, ihr müsst leider gehen. Das wäre das. Der Hauptmann, der kriegt ja wohl, der kriegt das ja wohl gebacken hier. Was mit euch? Warum? Achso, nein, ich wollte gar nicht. Ach, egal. Ganz sagenhafte 8 Kills. Ich wollte eigentlich chargen. So, hier. Feuer, ihr Bitches. Lana hat die Nachtklammer besiegt. Die kann ja mal was. So, den Festungskommandant hier ganz elegant rausgemobbt. Vorposten. Hi. Überall diese Hühner. Servus, Jungs. So, das kriegen wir auf jeden Fall gut hin, oder? Jawohl. Kommandant mit der schnellen Packung. So, 500 Feinde. Und in meinem Hauptquartier ist jemand. Nicht übel, werde mich bemühen mitzuhalten, das ist ja. Okay, danke. Wie sieht mein Hauptquartier aus? Okay, ist eigentlich noch sturdy. Dann haben wir noch Zeit für die Festung hier. Die ist nämlich eigentlich sehr gut gelegen. Zumindest wenn man die, also nicht um sie zu erobern, das meine ich. Aber auf Großtruppen zu senden, ist die bestimmt ganz geil. Tack, 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 tack. So Leute, einmal chargen. Kommt schon! Hä? Was? Krabbelmine? Was für... Och nö! Deswegen hat mein Hauptquartier keinen Schaden bekommen. Ich dachte, da wäre Ruto drin oder so. Och man, ist das behindert. Was habe ich denn für ein Flow gerade? Starte die Schlacht neu. Krabbelmine. Charge. So. Bewegt sich in Richtung. Ja, ja, ja. Scheiß Krabbelmine. Und die, wohin will die eigentlich? Da in die Mitte. Dann verhauen wir die mal in der Mitte. Das Huhn bittet die anderen Hühner um Hilfe. Das ist sehr sweet. Dankeschön. Willkommen bei mir.
Ciao. Kabelmine Headshot. Ey, oh, ich hasse das, wenn die blöde Ziel. Na, ich hab einfach nur nach hinten gedrückt. Warum drehst du dich nochmal halb? Da! So, euch kann ich mal ein bisschen ausdünnen. Ich hab mit Zelda irgendwie immer so ein Pech. Ich krieg mit der Eulen zwar Kills wie Arsch, aber die Missionen von Zelda sind immer so nervig. Die sind immer wirklich richtig nervig. Also nicht herausfordernd, sondern so, Könnt ihr euch noch an die Schlacht erinnern, an der in der Ranel-Schlucht? In der Story? Boah, war das schlimm. Komm, Ruto, du. Ich hasse. Ah ja, da oben ist wieder eine Krabbelmine. Ich werde jetzt ein bisschen mit Ruto spielen. Und gucken, dass ich diese Krabbelmine nicht übersehe. Ja, spül deine Goronen mal weg. Das wäre bestimmt ganz cool so. Ja, komm, mach das einfach. Im Ernst, Goronen können kein Wasser leiden. Mann! So, nö, Interrupt. Haut da. Reicht? Ja, reicht. Krieg ich was Cooles? Ja, Waffe, dicke Magie. So, was ist jetzt mit der Krabbelmine los? Ah, ich bin schon wieder falsch gelaufen. Die Krabbelmine muss natürlich auch erstmal rum. Das ist natürlich cool. So, wie wäre es, wenn ich euch nachher alle mit Magie platt mache? Ist das ein Plan? Einmal hier durch diese Halle pflügen. So. Mine. Na komm. Danke sehr. Ich verabschiede mich. So, ich muss euch mal alle umhauen. Hey, vorhin sah das noch viel mehr aus. Ich hab gedacht, ich kann hier ein paar Kills farmen. Für meinen Degen. So, mehr Herzen. Wer braucht denn mehr Herzen? Solche Materialien ist auch ganz geil, aber ich habe nicht mehr die Papierleiste. Bang! Ihr Schwert in den Lichtball geschossen, ist natürlich auch sweet. Und jetzt haben wir schon besiege den feindlichen Feldmarschall. Nett. Da. Aber es war ja eben ein Herzteilchen, das wir hier kriegen, oder? So, okay, Moment, alles. Das ist Kommandant, ja. Na, können wir safen das hier unten noch mal alles ein bisschen. Festung gehört uns. Danke sehr. Sweet. Also, ist dieses Danke sehr ironisch? Die ist ja so ein Unschuldslamm in diesem Spiel hier.
Weitere Hühner auf dem Schlachtfeld gesichtet. Jawohl! Charge up. Das ist zwar geil, aber das zieht die Gegner irgendwie nicht rein, dieses verdammte Triforce-Explosion-Mega-Teil. Schön. Verdammt, die da. Röckchen, Röckchen, Röckchen. Gut, weiter geht's. Haupthalle draufgefallen. Schade. Ah, geh ich gleich nochmal vorbei. Die hat ja echt kranke Angriffe irgendwo mit diesen Charge-Ups. Diese drei Lichtkugeln, die sie da hat. Und nachdem sie einmal die Standard-Kombo bis zum Ende durchgezogen hat, halt auch nochmal eine schöne Lichtkugel gekrallt. Zelda ist aber einfach nicht gemacht für so Massenprügelei. Mit der kannst du einfach... Ganondorf irgendwie zu Tode mobben oder sowas, wenn du Bock hast, aber doch keine großen Gegnerhorden verprügeln. Hi! Das ist meine Haupthalle? Was ich meinte. Der Typ stand exakt auf der Ecke von dem blöden Triforce. Und nix. So, wollen wir mal rausgehen. Gucken wir erstmal in diese nutzlose Festung hier hinten. Weißt du, die entsendet keine Stoßtruppen oder was auch immer, die entsendet irgendwie, obwohl, ich glaube, die krabbeln in der Bar hier, oder? So. Die ersten eigentlich schon mal ausprobiert. Moment, Charge up. Ah, oh, das ist nett, aber. So geht das. Und eine Kiste. Also. Aber Stoßtrupp spawnen, weißt du? Yay! Gibt's hier noch was zu holen? Force ist voll. Taschengeld. Nee, Power-Up Bogen. Weil wir ja nicht auch schon genug Lichtpfeile haben, oder was? Hauptsache, diese Hühner laufen hier amok. Vorposten Hauptmann. Hm, zwei davon. Reicht. Ne? Was ist denn da unten bei mir los? Warum ist der in Gefahr? Komm, wir schmeißen jetzt einfach mal so einen Lichtpfeil da rein. Weil da ist ja sowieso ein Topf. Na, komm schon, geht drauf! Na. Die heulen auch so blöde rum. Ach, Schwärmer, gibt's noch da unten. Ciao! Die Hühner hauen auf dem Vorpostenhauptmann rum, wie sehr schön. Haben wir es jetzt eigentlich? Fast, ne? Alles, was da unten rumrennt, interessiert mich noch gar nicht. Zelda hat das genau. Ja. Weil da auch so viele Leute stehen. Komm, zieh noch durch mit so einem Scheiß hier rück. So.
Übrigens, mir fällt das gerade so auf. Wir befinden uns hier im Thronsaal von König Sora aus Ocarina of Time. Sehr cool. Deswegen ist das hier alles auch so ein wenig höher gelegen. Schönes Design. So, komm, schnell dich weg. Eine Kiste. Danke sehr. Na, komm, zeig's mir. Was gibt's Schönes? Hey, das hast du fein gemacht. So, noch einmal kichern. Und dann den Boss umhauen. Und dann sind auch alle glücklich. Ne? Hey Pete! Baronia! So. Charge. Hey. Guck, wo du deinen Hammer hinsteckst, Kumpel. Der haut aber... Oh, der hält aber was aus, ey. Ich habe alle deine Festungen erobert. Das muss dich schwächen, logischerweise. Hinterher verreckt mein Hauptquartier, bevor ich Darunia hier umgesäbelt habe. Das wäre irgendwie scheiße. Hyrule Hauptmann ist in Gefahr. Fick dich. Wow, 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 was hast du denn davor? Bang! Wie nett sie guckt, während sie ihn abschießt. Hast du vor, ha? Nicht mal eine Kombo-Leiste dafür, dass du so super armormäßig da rumgespackt bist. Der hat das Huhn umgehauen! Der hat einfach volle Lotte auf das Huhn geboxt! Das arme Viech, Mann! Hab doch mal ein Herz für Hühner. Weg mit dir. Du hast das Huhn geboxt, Junge. Sowas ist nicht cool. So, eine Kiste. Also, dann krallen wir uns doch mal, was immer da ist. Stufe 1, Weapon, whatever. Danke sehr. Ja. Hühnchen, Hühnchen. Guck, meine Hühnchen sind stolz. Die sind richtig stolz. Kucko! Zelda und Hühnchen. Ich hasse den Taunt von dieser Frau. Ich mag ihn einfach nicht. So, jetzt wisst ihr es. Was nur zu wenig Gegner besiegt. Ansonsten Goldrang. Wow! Ich hab gedacht, das wäre hier Dingens und so. Das wäre ein Schwert, was wir dann kriegen. Sah zumindest auf dem Pixelmist so aus. Cool. Den gab's so früh? Warum habt ihr mir das nicht gesagt? Dieser Taktstock kontrolliert den Wind. Triff vom Wind verwirrte Gegner mit dem Wirbelsturm des starken Angriffs, um einen noch stärkeren Tornado zu beschwören. Geil. Naja, okay, also erstmal nur 80, aber... What? Cool. Kann weg. Das nächste Mal mit Lana müssen wir diesen Stab vollstopfen. 210, ha? Der kann weg. 150 kann weg.
Starker Angriff. Starker Angriff plus, das bringt doch bei Zelda gar nichts. Das ist doch eh nur der Charge. So. Volga. Das ist ja wohl einfach. Weg. Hm. Weg. Weg. Zwei von der gleichen. Erfahrung plus weg. So, okay, cool. Steine wie Sau. Danke auch. Aber egal. Wie gesagt, da brauchten wir ja gar keinen Goldrang. Also werde ich den da auch nicht provozieren. Okay. Das ist sweet. Das wusste ich gar nicht, dass wir da so eine wundertolle neue Waffe kriegen. Geil. Danke sehr. Okay, Leute. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn ihr nicht schon getan habt. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Okay. Also, dann bis zum nächsten Mal.